Leute, hier ist eure Licha und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge SSU Again, heute am Samstag. Und bevor wir jetzt gleich nochmal zu Male gehen und gucken, ob wir heute mal die Sprungbahn endlich fertig geben, wollte ich gerade mal was testen. Und zwar, ich habe ja mich um meine Pferde nicht gekümmert und die haben jetzt allen roten Smiley. Und man kann ja zur Tierärztin gehen und sich das für 4 Starcoins, für über 100 Starcoins, glaube ich, wieder glücklich machen, das Pferd. Also auf dem grünen Smiley. Also ich habe mir jetzt gedacht, wenn ich Dark Diamond, wie alle meine anderen Pferde gerade, auf die Insel kurz schicke und ihn dann wieder abhole, hat er da nicht direkt einen gelben Smiley? So, dass ich dann schon mal den roten und den orangenen Smiley überspringe? Oder gab es überhaupt noch einen orangenen Smiley? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Deswegen wollte ich das mal kurz austesten. Dann seht ihr auch nochmal, wie das dann funktioniert, wenn ich das Pferd von der Insel abhole. So, das Pferd ist zurück von der Insel. So, jetzt bin ich gespannt. Ich habe die anderen nämlich auch auf die Insel getan, damit ich mich nicht um die kümmern muss. Erstmal. Tatsache, der hat jetzt einen gelben Smiley. Ha! Da habe ich das wohl ein bisschen ausgetrickst, wa? Naja, gut. Okay, wir kümmern uns dann noch ganz kurz um Dark Diamond. Und, gestern hatte ich eine Umfrage gemacht, ob ihr mal möchtet, dass ich Feargroove und Valday etwas genauer zeige, also so, was in den Shops ist. Und die Umfrage hat erstaunlicherweise ergeben, dass sehr viele von euch gesagt haben, ja, bitte, ich guck noch mal irgendwie am Sonntag oder so, wie viele wirklich Ja und Nein abgestimmt haben. Aber die Mehrheit war eindeutig für, bitte zeig doch mal die ganze Shops da in Feargroove und in Valday. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das umsetze oder wann ich das Ganze mache. Aber ich denke mir da mal was aus. Ich habe da schon was im Hinterkopf, aber das wäre mit viel Arbeit für mich verbunden. Aber ich verrate jetzt nicht was, sonst kommt mir vielleicht jemand anders zuvor. Und klappt mir meine Idee. Nein, Quatsch, aber lasst euch einfach überraschen. Ich guck mal, wann ich das mache. Und ja, sonst habe ich gestern mit Dark Diamond noch so 1, 2, 3 Rennen gemacht. Habe auch in Fort Pinter noch ein nettes Pläuschchen gehalten mit ein paar Mädels. War sehr nett gestern Abend, aber musste dann auch weiterziehen. Und ja, Mali, jetzt wollen wir die Strecke aber fertig haben hier. Komm. Weißt du was, Alicia? Wir sind fast fertig. Es hat lange gedauert, aber meine Koppel kann endlich eröffnet werden. Wir haben nur noch eine Sache zu erledigen. Mein Bruder muss kommen, um die Koppel freizugeben. Och nee, das dauert bestimmt wieder Jahre. Kannst du bitte zum Weingut reiten und ihm Bescheid sagen? Vielen Dank, Alicia. Das hätte ich ohne dich nie geschafft. Ja, bitte, Mali. Und dann gucken wir mal, ob wir seinen Bruder direkt hier rüber kriegen. Aber wahrscheinlich sagt er dann, komm morgen wieder. Und ja, das wäre blöd, weil ich nehme jetzt nämlich die Folge für Sonntag schon im Voraus auf. Weil heute Abend esse ich mit meinem, oder ich und mein Freund, wir machen Jerseys. Und sein Zwillingsbruder kommt noch und ein Kollege kommt noch. Also gibt es heute Abend lecker Essen. Ich weiß nicht, ob mein Freund dann bei mir schläft und nicht, dass morgen dann kein SSO Gang kommt. Wehe. Wehe, Mandy. Nein, deswegen nehme ich im Voraus auf. So, Kane. Hm. Du willst sich eine Inspektion vornehmen? Ich hoffe, ihr habt euch vorbereitet, denn ich werde euch keine Sonderbehandlung geben, nur weil Marley mein Bruder ist. Er sollte mir gegenüber ein wenig mehr Respekt zeigen. Immerhin bin ich sein großer Bruder. Wenn ich auch nur den kleinsten Fehler finde, werde ich diese Koppel dicht machen. Oh, sehr nett. Kane, sehr, sehr nett von dir. Okay, jetzt soll ich wieder zurück zu Marley reiten. Hier kann ich jetzt nichts mehr auswählen. Dann reite ich einfach mal zurück, obwohl hat die Baroness was für mich? Ach, das ist immer so verwirrend. Irgendwo Baroness. Eigentlich hat die Baroness ja damit gar nichts zu tun. Ne? Ich reite jetzt einfach mal zurück. Okay, Marley hat eine gelbe Quest für uns. Das ist gut. Vielleicht war ja schon da, der Bruder. Licha, komm her und schau. Was denkst du? Wir haben jetzt offiziell eröffnet. Yay, endlich. Hat ja irgendwie nur 5 oder 6 Folgen gefühlt gedauert. Mein Bruder hat alles mit einer Lupe untersucht, konnte aber keinen Fehler finden. Ich möchte, dass du die Ehre hast, die erste Runde auf der Koppel zu reiten. Nimm Dark Diamond und probier es aus. Viel Erfolg, du bist die Beste. Dankeschön, Marley.
wie ich das jedes Mal sage, vergesst bitte nicht, wenn ihr eine neue Reitstrecke bekommt, so wie ich jetzt gerade, dann könnt ihr die am Tag zweimal reiten, dann bekommt ihr zweimal EP fürs Pferd. Manchmal macht das das sogar aus, dass das Pferd dann doch noch ein Level abkriegt oder so. Hatte ich auf Licher Snowdaughter einige Male damals. Und ja, so ist Marleys Strecke gar nicht spannend, aber ich reite die sehr gerne. Ich meine sogar, die gibt sogar 250 EP, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Wir gucken gleich mal. Dafür geht die recht zügig. Und die nehme ich immer ganz gerne mit, weil ich reite dann immer, wenn ich am Tag irgendwie nur ganz kurz Zeit habe, dann mache ich kurz Morland, Fort Pinter, Steve, dann Marley und die Galoppbahn der Baroness. Und das war's dann. Aber dann hat man schon gut EP noch ein bisschen, also ein bisschen zumindest bekommen. Es ist natürlich nicht zu vergleichen mit einer ganzen Runde. Brillant! Brillant, Alicia! Du bist eine wirklich gute Reiterin. Hab vielen Dank für all deine Hilfe. Ich möchte dir dieses Geschenk überreichen. Du hast es dir wirklich verdient. Komm zurück, wann immer du willst, um mit Dark Diamond hier zu reiten. Wir sehen uns bald. Danke, Marley. Haben wir eine Kappe bekommen. Marleys Helm. Du hast diesen Helm von Marley bekommen als Dank dafür, dass du ihm mit seiner Koppel geholfen hast. Der Helm hat die Stats. Reiten plus 4, Springen plus 3, Pflege plus 2 und wir würden 275 Jobbik-Schillinge erhalten und können ab Spiellevel 9 diesen Helm tragen. Er ist Champi geeignet. Er hat zwar jetzt keinen Befehl, aber wenn man jetzt nichts mit Reiten plus 4 und Befehl plus 5 hat, dann kann man den Helm auf jeden Fall für Champis nehmen. Doch, doch, kann man machen. So, gucken wir nochmal die Strecke. Genau, die gibt einem nämlich 250 EP. Das mache ich nochmal schnell. Und dann könnten wir eigentlich nur noch in Viergroove weitermachen. Aber ich überlege gerade, ob wir nicht zum Veldesee einmal reiten sollen. Weil da waren wir ja noch nicht und da haben wir auch nochmal eine Strecke. Ich glaube, das mache ich mal und wir sehen uns gleich wieder und dann gucken wir mal, was wir denn dann machen. So, ich habe mich dazu entschieden, dass wir in Veldey weitermachen, weil wir müssen eigentlich zum Veldesee. Und ich möchte mich ganz kurz entschuldigen und zwar habe ich gerade bei Marley noch zwei nette Mädchen getroffen, aber ich habe nur kurz gesagt Hallo und ich bin mitten in der Aufnahme und habe dann Tschüss gesagt. Ich kann halt nicht immer mitten in den Aufnahmen Pläuschen halten, weil dann werde ich nicht fertig und dann kommt keine Folge raus und ja, tut mir dann leid, wenn ich euch, ja es klingt so böse, aber kurz Bescheid gebe oder wenn ich es gar nicht bemerke, dass ihr mir schreibt oder so. Es kommt halt vor, weil ich hab einen Tunnelblick und mache dann schnell das Rennen und gehe dann zum nächsten Rennen. Oder jetzt in der Aufnahme sehe ich zu, dass ich dann zum nächsten Ort komme. Nehmt es mir einfach nicht übel, wenn ich an euch vorbeireite und ich das nicht sehe. Das hat nichts mit euch zu tun. So, Claire. Zur Veldey-Strecke. Ob es hier eine Rennstrecke gibt? Na klar, wir haben eine tolle Geländestrecke hier in Veldey. Sie befindet sich im östlichen Tal und wird von Herrn Anderson gewartet. Ja gut, okay, dann müssen wir jetzt hoch zum See. Ich zeige euch jetzt einmal, wir könnten auch hochfahren zum Transporter da hoch, aber wir reiten jetzt einmal hoch, denn ich zeige euch eine ganz kleine Abkürzung. Normalerweise müssten wir jetzt hier so rechts lang und dann links und rechts und den Berg uns so hochschlängeln, aber wir können uns so einen kleinen Weg abkürzen. Ein ganz kleines bisschen können wir da abkürzen, indem wir hier den Berg dann nicht hochreiten. Viele wissen das, aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt ja auch immer wieder neue Leute, die Star Stable spielen und die kennen den Weg noch nicht, ne? Sondern haben wir uns nämlich den Weg hier außen und schon mal so eine Kurve gespart und so. Ja. Ja, ihr hattet auch gestern geschrieben, dass ihr das auch schon mitbekommen habt, dass angeblich Welch-Ponys jetzt kommen sollen als Pferderasse. Wir wissen es natürlich nicht, ob das jetzt wirklich stimmt. Viele haben auch geschrieben, sie hoffen, dass Haflinge rauskommen. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Aber ein Abonnent hat mir auch gestern gesagt, in Veldey wurde der Stall vergrößert. Den hätte ich jetzt unten gerade zeigen können. Habe ich jetzt nicht so schnell mitgedacht. Aber tatsächlich, der Stall hat sich ein bisschen vergrößert. Die Pferde wurden ein bisschen versetzt. Und es könnte ja sehr gut sein, dass dann da die neuen Pferde hinkommen. Oder Ponys. Oder was es dann auch immer wird. So, am Veldeysee. Herr Anderson. Na, aber hallo, junge Dame. Bist du hier, um die Reitstrecke zu benutzen? Endlich fühle ich mich mal hier nützlich.
Los geht's und reite vorsichtig, junge Dame. Ich möchte nicht hinterher dein Blut vom Boden kratzen müssen. Boah, nett, Herr Anderson. Ich mach nur Witze. Viel Spaß. Ah ja, okay. Wie heißt das Pferd? Rennen wie der Wind, Dark Diamond. Okay, machen wir. Für dieses Rennen bekommen wir jetzt gerade 75 EP fürs Pferd. Dann können wir das jetzt gleich nochmal reiten und dann kriegen wir 250 für dieses Rennen. Hier gibt es auch so die ein oder andere Stelle, wo man ein bisschen abkürzen kann. Deswegen zeige ich euch das mal. Ich glaube, ich habe euch nämlich die Welle der Strecke so noch gar nicht gezeigt. Na, wenn ihr nicht springt, spart euch das ein wenig Zeit. An manchen Stellen lohnt sich das, an manchen wiederum nicht. So, Achtung, und jetzt nicht den Weg lang, sondern links runter zum Wasser. Ja, sonst müsstet ihr nämlich da oben so lang. So, hier oben so lang. Es kostet euch dezent mehr Zeit. Obwohl, dezent ist untertrieben. Das sind wirklich einige Sekunden, die ihr dadurch spart. So. Jetzt gleich scharf rechts. Ja, ich kann Dark Diamond gerade nicht so richtig einschätzen, wie stark ich nach rechts abbiegen kann oder so, weil er hat ja nur ein gelbes Smiley, also immerhin wieder ein gelbes Smiley. Aber dadurch ist die Agilität, also die Wendigkeit, ja beeinträchtigt. Es könnte ja dann passieren, dass ich dann doch irgendwo hängen bleibe. So. So, hier können wir links lang. Zack. Jetzt kommt gleich eine schöne Stelle. Ich hoffe, ich kriege die hin mit der Agilität gerade. Da spart ihr auch eine Menge Zeit und ihr könnt einem großen Hindernis ausweichen. So, einmal springen. So, und jetzt Achtung. Rechts. Links. Rechts. Tada! Da mussten wir nicht über das Hindernis springen. Hilft dem einen oder anderen vielleicht nochmal. Hier können wir nochmal Zeit sparen, indem wir hier rechts runtergehen. Hier wieder hoch. So ein bisschen querfeldein jetzt. Dann können wir hier an dem Hindernis muggeln. Und hier könnt ihr links dran vorbeireiten. Oder auch rechts. Das funktioniert auch. Ah, das war die Weltstrecke. Ja, da habe ich dem einen oder anderen vielleicht gerade noch ein paar Abkürzungen gezeigt. Aber vielleicht kennt ihr ja noch eine Abkürzung. Wenn ja, dann schreibt sie mir doch einfach mal in die Kommentare. Dann kann ich das aufnehmen und zeige es dann beim nächsten Mal auch. So, Herr Anderson. Das sind mal 4 beeindruckende Pferdebeine. Ich bin wirklich beeindruckt, wie gut du die Strecke geritten bist. Dankeschön, Herr Anderson. So, vergesst nicht, die Strecke noch einmal zu reiten. Yay, wir sind freundlich im Wälde. Vergesst nicht, die Strecke noch einmal zu reiten, wenn ihr das neu bekommen habt. Und ja, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ihr dürft mir natürlich gerne Verbesserungsvorschläge in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Samstag. Und man sieht sich dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, eure Licia.